Ja, so, so das fertig. Super. Super, Tobi. Aber ich hab doch einen Rope. Ach nee, ich muss mir einen Bogen craften, weil ich behindert bin wie ein Stück. Brot. Ja, ums. Brot finde ich jetzt nicht so behindert. Nehmen wir Klopf. Du musst auch mal ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Brot. Soll ich dir mal was sagen? Combine. So. Ich glaube, das war völlig Finanus, dass wir so Betten gemacht haben. Oh. Ja. Ich sehe es. Wie sieht's aus? Ja, ich kann auch nur C drücken. Ups. Oh, aber es wird schwarz, wenn man C drückt. Vielleicht müssen wir gleichzeitig. Warum brennt's da? Tobi? Wo brennt's? Was ist das denn hier? Das ist ein Mond. Bei mir ist hier so eine wandernde Flamme. Ein brennender Hase! LOL! Siehst du's nicht? Nee, ist bei mir vielleicht nicht. Bei mir hat ein Hase gebrannt. Ich hab das andere Bett hab ich kaputt gemacht. Ja, aber das soll jetzt schon. Komm, wir schlafen mal zusammen. Pass auf 3. 1, 3. Ist Tag? Nee, das geht nicht. 1, 2, 3. Ist Tag? Nee. Ja, Johnny, so viel dazu. Aber das kannst du ja auch so wieder abreißen. Dann baut der Papa eben B Storage. Wenn wir jetzt so viel Stickies haben, brauchen wir uns einen Sticky-Holder. Den drehen wir aber noch hier. Das hört sich nicht gesund an. Ach, dann pack das Walkie-Talkie weh. Du kack dir doch nicht so in die Hose, mach mal was. Stinker. Ich höre hier Geräusche. Ja. Ich sehe da hinten Licht. Da ist Licht. Das, am Ende die das sind ja auch die Waschbären hier die ganze Zeit, die hier rumrennen. Nee. Nee, das ist Licht. Da hinten. Ich sehe da das. Da hinten. Das sehen die doch nicht. Was wir hier sind. Das sind keine Waschbären. Es sei denn, das ist wie in diesem Film, diese Killer-Wasch. Oh Gott, da ist einer. Tobi, Tobi, wo? Tobi, Tobi. Hier. Wo? Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Bei mir, der ist genau vor mir. Johnny, ich will nichts sagen, aber wollen wir uns siedeln? Lol, die lacht voll behindert. Johnny? Wie? Lol. Well played, ja. GG, würde ich sagen. Der macht unser Shelter kaputt, der sagt. Nö. Erstmal gibst du hart den Baum. Ja, halt die Schnute, ja. Ich bin hier wenigstens was machen. Du bist einfach nur ein Paar. So. Johnny, ich möchte, dass wir woanders hingehen. Ich finde das so lustig. Warum? Du weil das bist überall so welche. Da ist wieder der brennende Hase bei mir. Das sieht lustig aus. Komm, gib mir Federn. Ja, weil mir ich das dann doch jetzt arg ich viele Leute hier sind. Ja, dann lass uns doch mal dem Licht da hinten entgegenrennen. Das hört sich doch plausibel an. Was heißt arg viele Leute? Du wirst überall hier irgendwelche. Ja, Spiele aber sind nicht so viele. Hier ist das schon echt scheiße. Oder hinten steht einer. Snacks. Oder flitzt er. Das ist doch kein Mensch. Das ist doch ein Tier. Ja, Tobias. Lol, der steht wieder auf. Was ist. Nee. Ah, das ist eine Schildkröte. Ach Gott. Guck mal, die. Was hat die denn für Probleme? Na du? Oh, ich habe schon wieder einen Flitzen sehen. Ich mache jetzt das Bett kaputt. Upsi. Turtle Shell Collected. Tobias, ich kann das Bett nicht kaputt machen. C. C ist e. Speichern, du Schlau. Ah, nee, geht nicht kaputt. Du kannst, wenn du es einmal gebaut hast, kannst du es nicht. Ich bin der Tobi und ich sag Sachen. Ja, Entschuldigung, das andere war noch nicht fertig, darum konnte ich es kaputt machen. Aber die Viecher können dein Zeug kaputt machen. Ja, das ist richtig. Lol, hier ist ein Sauerstoffgerät. Und ein hier ein Old Pot. Ja, das brauche ich. Ja. Medizin. Ja, wir sollten. Wir gehen da Richtung Licht, wie du das gesagt hast. Durch den Wald. Das Licht ist aber rechts und nicht durch den Wald. Und das Licht war auch ein Viech. War nur ein Witz, eigentlich. Ja, wir gehen hier mal lang. Ich habe schon ein bisschen so einen Stift in der Hose, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich höre die ganze Zeit so komische Geräusche. Ich jetzt nicht. Oh, das sind Grillen. Ah, da hinten ist wieder mein Vertrauter. Folgt mir. Das ist der brennende Hase. Guck mal, ich kann dir genau sagen, wo er hinrennt. Da. Vor uns. Da, vor uns. Da. Da vor uns. Tobias, die Geräusche, das sind. Ja, da ist wieder einer. Ich wollte gerade sagen, das sind keine. Ja, laufen. Feier. Nun lauf doch. Du kannst nicht jeden fighten. Aber ich lauf weg. Ich du bin stirbst. Ein Mann, ja? Ja, dann stirbst du halt. Wo ist er hin? Nun gib doch Gas. Dann stirbst du halt. Was willst du denn überhaupt von mir? Ja, nicht, dass du jeden hier fightest, Alter. Das wird doch nix. Wiederhole mich ungern, aber ich bin ein Mann. Ja, ja? Und? Dann bist du gleich ein Toter. Du kannst ja gerne sammeln. Da ist wieder so ein, Hanukkah.
Hanuta. Typ. Hanuka. Hanuta. Oder wie auch immer. Hey, 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 hey. Kollegin. Entschuldigung, aber es ist alles nur für mich. Der Stift in der. Oh, Mädel, du. Wenn du was willst von mir, dann sag mir doch voll Bescheid. Ist genug für alle da. Ich hab grad ein bisschen Stift in der Hose. Und der wird immer stärker, härter. Schneller, härter. Stärker, hart. Für was für einen Stift reden wir jetzt? Ah, wie die springt. Ein Buntstift. Nee, die springt auf mich. Und die dreht ab. Nee, die kommt wieder. Das ist nicht so ein guter Platz. Oh Mann, ey, wo war denn der geile Platz? Weißt du, was das Tolle an der Kannibalenfreundin ist? Die kommt immer wieder. Oh, scheiße. Ja, witzig, witzig. Tobi, kannst du mal aufhören, so wegzurennen? Ich muss hier rückwärts irgendwie dir entgegenlaufen. Wie wär's denn du, hier? Ich finde das nicht lustig. Wie wär's denn hier oben? Ich bin der Tobi und ich laufe 10 Kilometer dem Johnny voraus und renne die ganze Zeit, während der Johnny hier mit Aslaks kämpfen muss. Wo ist... ist einer. Ich habe Angst. Da bist du. Ich sehe dich. Tobi, lass mal da unten auf die Lichter. Mach doch den Leiter an. Aber du willst mich echt verarschen, ne? Was denn? Ich finde das hier schön. Weißt du, wo wir wieder sind? Ach so, ich sehe jetzt erst hier das Scheiß. Ey, du bist so behindert im Kopf. Ja, wir sind wieder an dem Strand. Ja, wir müssen uns einen besseren... Aber da hinten war ja auch alles scheiße. Wie wär's, wenn wir mal das machen, was ich sag? Weil du hast bislang zweimal Kaka gelabert. Ja, und du wolltest mit Leuten fighten. Ja, was hab ich denn gemacht, hä? Und wie sehe ich aus? Wie ein Mann. Und wie siehst du aus? Wie jemand, der zweimal versucht hat, an einer scheiß Stelle zu bauen. Ja, dann bin ich gespannt, wo du bauen willst. Ja, dann pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf. Passt du schon auf? Ja. Hier ist wieder der brennende Hase. Tobi, ich glaube, dieser brennende Hase will mir es sagen. Folge mir, unauffällig. Der lockt mich direkt zum Dorf, wetten? Das Dorf ist jetzt, das kann dir das so sagen, da dem Berg ist ein Dorf. Ja, ich weiß. Warte mal, dieser Hase, ne, der brennt. So, jetzt habe ich ihn gekillt. Der brennt jetzt nicht mehr. Nee, das hat mich nämlich gestört, dass der brennt. Ach so. Wie jeder weiß, ah, da ist wieder ein brennender Hase. So, dann ist das bei dir gerade ein Bug. Nee, ich sehe auch Hasen, die nicht brennen. Ich sehe ein Dorf. Da ganz hinten. Ich sehe den Tobi nicht mehr. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? Ja, sag mal was Lustiges. Mein Feuerzeug hält ewig. Deins auch? Meins auch. Hast du nicht so ein Feuerzeug? Also ich habe auch nur solche Feuerzeuge. Ganze Schublade. Ja, ich habe mir gleich zwei gekauft, falls das eine mal... Hm? Lizard. Oh, das sah sehr smexy aus, wie du den geklatscht hast. So richtig schön. Erstmal anziehen. Oh, du, ich kann mir auch mal was anziehen. Bisschen Rabbit Fur, ne? Mach dich das scharf? Ne? Wundert mich jetzt nicht. Ja. Yeah. Ich hab ganz viele Schädel. Also ich selber hab nur einen. Siehst du das da hinten? Da ist ein Dorf. Es gibt hier ganz viele Menschen, die glauben Menschen, die irgendwie Gott durch brennende Büsche sehen. Der Johnny sieht einen brennenden Hasen und denkt sich erstmal, was ein Bug. Ja. So, du Schnacker, wo bauen wir denn jetzt? Wir brauchen... Oh, was ist... Ach, ich dachte, das wäre jetzt was Besonderes. Wollen wir mal ein bisschen so da ums Eck gehen, an dem Dorf vorbei so, damit die so unsere Fährte auflecken? Wie? Möchte das? Guck mal, hinter uns! Wo kommen die denn her? Guck mal, wie die da... Sag mal, was sind das eigentlich für 1000 Watt Scheinwerfer, die die da haben? Frage ich mich auch. Wahrscheinlich haben die aus dem Flugzeug geklaut. Bauscheinwerfer. Die haben wahrscheinlich so ein... Ja, Johnny, ich möchte hier nicht länger bleiben. Haben so ein Dynamo zwischen den Arschbacken? Du meinst so ein Ventilator in die Furzen dann? Nee, nee. Dynamo und die rennen dann ganz schnell und dann so. Weißt du, was ich meine? Ne? Die Reibung ist intensiv. Intensiv. Und dann generiert er Strom. So guck ist mal. Das. Ja, dann. Ein King. Oh, den möchte ich mitnehmen. Ja, ich was ist ein Lizard? Das ist ein brennendes. Was ist das? Ein brennender Hase. Schön.
Also der brennende Hase, der wird mich jetzt begleiten bis an mein Lebensende. Möchte eigentlich nicht, dass wir da so... Ich vertraue mir doch. Wo bist du denn? Das ist, glaube ich, das ist, glaub ich, schon das Problem, dass ich dir vertraue. Ah ja, was habe ich denn jetzt gerade die ersten 10 Minuten gemacht? Hm? Ja, so sieht's aus. Nichts. Na. Ja, ich habe dir vertraut. Und du hast mich in die Kacke ganz gelockt. Viele Leichen. Was? Da auf dem Fußboden. Ah, die waren da schon, als ich hierher gekommen bin. Toll. Hast du was gegessen oder ist der Boden einfach so knusprig? Nee, das will ich nicht. Ich bin so knackig. Guck mal, der Holzbalken hier. Einfach so das durch. Ist alles nur Tarnung. Illusion. In Wirklichkeit sind wir zu Hause im Wohnzimmer. Vielleicht sind wir gar nicht auf einer Insel. Vielleicht sind wir Manuel Neuer. Ja, klar, dass er wieder kommen musste. So, meine Damen und Herren, wir sehen hier Leroux. Einen Baum, auf den ich E drücken kann. Was habe ich jetzt in der Hand? Einen Stein. Interaktion Wasserstein. Test 1. Keine Reaktion. Ich glaube, es ist tot. Ja, es wird schon wieder morgen. Das sieht doch aus. Ich will da hinten zu den Bergen. Da kann man bestimmt nicht hin. Hinter den Bergen. Oh. Ich will da hoch. Ich muss jetzt mal was essen. Hoch hinaus. Tobias, ich sehe was Rotes. Was Rotes ist, wie jeder weiß. Ich sehe einen Menschen apathisch vor dir weglaufen. Meinst du dich oder meinst du irgend so ein Vieh? Irgendwie so ein Dorfbewohner. Wie Big Brother, ne? Guck mal, was der Johnny gefunden hat. Ich nenne es merkwürdige Steinformation mit Effigies drumrum. Mit Loch. Denn Loch ist Loch. Tobi, Loch ist Loch. Geh da rein. Nee, nee. Das ist das einzige Loch, was da du in nächster Zeit zu füllen bekommst. Und feucht. Das möchte ich nicht. Mir ist so eine stinke Dunstwolke, die aussieht, als würde die Sonne gerade aufgehen. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf, Tobi. Nein. Doch. Durch den Berg geht die Sonne auf. Ich sehe die Strahlen schon durch den Boden kommen. Guck mal, das sieht doch richtig schön aus hier. Tobi, immer der Sonne entgegen. So wie das auch schon dieser Typ sang, der Asi-Musik auf Mallorca macht. Okay. Ja, der sagt eh, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Also laufen wir gerade Richtung Süden. Guck, Tobi. Siehst du, was ich gefunden habe? Schnee. Das sind Steine. Das sind sehr steile Steine. Guck mal, hier wissen die Rehe gar nicht mehr, was sie machen müssen. Guck mal, die sind total verwirrt. Die laufen in mein Gesicht. Die wissen nicht, was sie machen müssen. Hallo? Blödes Ding. Ja, Johnny, wie sieht's denn jetzt immer aus, ja, mit dem Lager? Immer weiter nach oben. Ja, bis es nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann noch ein Stückchen weiter. Dann sind wir richtig. Ich habe sogar irgendwie das Gefühl, dass wir nachher irgendwie vor der Map fallen oder so. Oh Gott. Ja, dann haben wir es ja geschafft. Du musst das im Ganzen sehen, Tobi. Was ist denn hier die Aufgabe? Warum bist du denn hier? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wahrscheinlich, weil mein Flugzeug abgestürzt ist. Gut, das könnte man jetzt so argumentieren. Du könntest aber auch argumentieren, dass du das Rätsel der Insel löst. Und wie jeder weiß, macht das den Johnny heiß. Ein See. Ey, das ist hier gar nicht mal so schlecht. Friert man vielleicht, weil das für ungünstig. Das ist ein wenn hier Salamander sind, dann... Der ist eingefroren, der bewegt sich gar nicht mehr. Das ist jetzt auch ganz kalt. Komm rein, Tobi, es ist ganz warm. Ah, guck mal, das ist so warm, dass ich sogar hier laufen kann. Nachher sind hier Yetis oder so. Du, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Finden wir Nunu. Guck mal, dieser Waschbär, der guckt mich so homoerotisch an. Na, warte, Tobi, ich rieche, dass das eine ganz tolle Idee ist, was ich hier... Ja. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Schneewelt hier gibt. Ja, ich wusste das wohl. Wo bist du denn? Hinter dir.
Ich lauf mal vor. Das ist das aber auch. Was ist das denn? Diese Steine, die sehen so merkwürdig aus. Alter! Ich habe gerade einen Stein hochgehoben und da war eine Spinne drunter. Jetzt krabbelt die Spinne hier im Boden. Verkehrt herum. Ja, ich bin auf die Spinne eskaliert, aber es ist nichts geschehen. Hier geht es nicht weiter, Johnny. Vertrau mir, Tobi. Ich sehe einen Weg. Ich sehe echt einen Weg, glaube ich. Oder ist es nur Textur hier? Ja, genau da, Tobi. Genau da. Ja. Also wer in der Gaming-Industrie so einen Berg macht und den so macht, dass er nicht besteigbar ist, ja, der hat was verpasst. Genauso wie deine Mutter. War sowas von unangemessen gerade in der Situation. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter, sagte er und ging weiter. Ah. Oh ja. Ah. So, Tobi, jetzt genieß doch mal kurz die... Ah, ich wäre fast abgerutscht. Genieß doch mal die Aussicht hier kurz. Guck mal hier. Perfekt. Aua, hier. Mein Arm juckt. Ah. Hier, Tobias. Ah. Ja. Hier kommt auch niemand hin. Toll. Glaube ich. Ist ja auch überhaupt nicht langweilig und so. Naja, gerade hatte ich einen Stift in der Hose, als sie kam. Ich meine, das ist eine schöne Aussicht. Muss man mal so sagen, also. Ich kann da ganz hinten zwar fast nichts sehen, aber ich kann Dörfer sehen. Pass auf, Tobi, pass auf. Eigentlich haben wir jetzt schon gewonnen, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Da bin ich Hunger hätten. Und nee, ich meine, da unten ist der Forest. Und jetzt sind wir eigentlich schon im neuen Spiel. Es müsste sich jetzt The Mountain nennen oder so. The Mountain? Ja. The Mountain, ja. Ja, wie sieht denn das aus? Hier. Oh, ja, ich stöhne doch schon ein bisschen sehr. Dann muss ich doch mal was trinken. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Unsichtbare Wände sind nur so... Ach du Scheiße, was ist denn das da unten? Nee, Tobi, hier ist finito. Das Tobi? Geht ganz langsam runter. Ah, das ist Spiel. Ah, das geht. Klar, gehst du nicht auch so Berge runter? Also ich gehe immer Berge so runter. Nur im Winter. Winter is coming. Oh, Tobi. So, nur ganz, ganz vorne, Freund. Ah, oh, jetzt haben wir uns ein Bein gebrochen. Hilf mir doch eben! Oh, ja, ich jump da eben runter, genauso wie du. Ja, ich bin, glaube ich, auch RIP. Oh, ich habe ganz knapp überlebt. Ich hau mir eben Metz rein, damit ich das überlebe. Gut, dann machst du mir auch eben. Mach du mir auch eben. Mach, hier. Lieb, tu doch! Danke. Ich habe ein Tobi gecraftet. Das war genau das gleiche Geräusch. Ja, easy. Easy peasy. Guck mal, Tobi. Wir sind Speedclimb. Was ich kann nicht mehr Essen nehmen. Und es leckt gerade mega. Ich kann das Essen nicht mehr nehmen. Ah ja. Aber ich kann... mein Arm aufschließen. Ja, war ein ganz toller Ausflug. Warum sind denn hier so Stahldinger? Das ist doch hier so... Ich glaube, das sind einfach nur Steine. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, ich meine. Warum? Weiß es nicht. Das ist ja scheiße hier, langweilig. Für die Action. Ich will Kackstifte in der Hose haben. Ach, schön, Tobi, schön. Richtig schön angepirscht. Dichte bei dir hier auch noch? Ja, ich kann ihn nicht nehmen. Ah, ich bin schon voll. Ich bin auch schon voll. Darum sollten wir jetzt... Wollen wir nicht hier irgendwie was bauen? Oh, guck, das sieht doch hier aus, als wäre hier eine Höhle. Das sieht echt so aus, als wäre hier eine Höhle. Du bist da schon... Alter, bist du da hingeflogen? Guck mal, Tobi. Guck mal. Komm mal her. Warte mal. Komm schon. Ist hier eine Höhle? Ich sehe hier ein Schwein. Ein Schwein ist gut. Ein Schwein? Das taucht erstmal... Tobi, guck mal. Tobi. Ja. Tobi. Wunderschön. Ja, was ist... Ja. Musst du kacken oder was? Was willst du denn? Ja.
Alter, du sitzt da jetzt echt, als wenn du gleich ihm. Warte mal, wir müssen ein bisschen Roleplayen hier, pass auf. Da! Ja, was ist denn jetzt der Plan? Ja, ich dachte, wir bauen jetzt hier was. Ja, willst du hier das Shelter bauen oder was? Nee, ich wollte hier ein neues Hotel aufmachen. Keine Ahnung, ja, natürlich ein Shelter. Ich muss das ein bisschen drain. Tada. Höh. Ups. Er macht das schön. Tada. Akzeptiere ich. So. Jutta. Nee, das sehen wir jetzt nicht, okay? Danke. Bäume fällen, Mama. Also das Bäume fällen ist schon schön im Vergleich zu anderen Spielen, muss ich sagen. Stranded Deep hat das ja einfach so gelöst, dass sie die Bäume langsam nach oben wandern lassen. Ja, das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl. Ja, wie wär's denn mal, wenn du mal den Baum hackst, statt hier ein bisschen in der Luft rumzufuchteln? Leute, das ist ja echt ein Wildschwein. Lol, das kommt einfach zu mir und denkt sich so, what the fuck machst du da mit dem Baum? Ich dachte, das wär, du hättest wieder gelabert, aber das ist ja echt ein Wildschwein. Warum laber ich? Ja, also, öfter mal. Nee, warte, die Frage muss ich anders stellen. Warum denkst du, dass ich laber? Sag mal, kann der mal den Baum hacken oder muss ich hier die ganze Zeit ein bisschen Luftakrobatik machen? Was ist denn da los hier? Ja, sauber. Los hier.